Hast du einen Schatten? Ja. Und? Gott sei Dank. Bitte. Biolumineszenz. Ja, wie entsteht denn nun Licht? Licht entsteht ja dadurch, normales Licht. Also Licht, das wir so kennen, ist ja, wenn ein Elektron oder mehrere Elektronen innerhalb eines Atomes sich von einem energetischen Zustand zum anderen entwickeln, möchte ich mal sagen, um ganz vorsichtig zu sein. Denn eigentlich hat man natürlich so im Hintergrund, naja, da gab es auch dieses Schalenmodell, ein Elektron springt von einer Schale zur anderen. Nun sind aber Atome keine Eier, Elektronen sind es auch nicht. Es gibt also da auch keine Schalen oder sowas. Sondern wenn man es quantenmechanisch richtig besprechen würde, würde man von einem Zustand reden. Ein Elektron geht von einem Zustand in den anderen über und gibt dabei ein Photon ab. So entsteht Licht, normales Licht. Es gibt aber auch Quellen von elektromagnetischer Strahlung, da denkt man gar nicht so einfach dran. Nein. Biolumineszenz ist die Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung, namentlich von leuchtender Strahlung, die man also auch sehen kann, durch organisch-chemische Vorgänge. Da ändern sich Moleküle und bei diesen Prozessen ändern sich Moleküle so, dass dabei so viel Energie frei wird, dass diese Energie dann als Licht wahrgenommen werden kann, als sichtbares Licht. Das muss man sich mal vorstellen. Also nicht so wie bei den Atomen, wo die Elektronen sich von einem Zustand zum anderen bewegen. Hier sind es ganze Moleküle, deren Konfigurationen sich verändern und dabei wird Energie frei. Und genau das benutzen nun gewisse Lebewesen, um entweder andere zu finden, um die zu fressen, also auch wieder Moleküle zu fressen, oder sich vor denen zu verstecken, die sie gerne fressen möchten. Eine Wahnsinnsaktion. Irre. Leben leuchtet.